So, Hallihallöchen, Hansen bitte hier. Willkommen zurück zu Let's Play Arafel. Ich bin hier gerade am Anfang vom Part gestanden und es ist einfach ein Gegner in uns reingerannt. Voll unhöflich. Aber was soll man machen? So, wir haben jetzt die zwei goldenen Schlüssel. Es ist eine Treppe nach unten. Ah! Nein, lass mich! Ach komm, du Arschloch. Der bewacht hier die Treppe ziemlich gut. Okay, dann kämpfen wir halt. Sonst kommt mein Gegner immer super toll aus dem Weg gehen. Und jetzt? Jetzt ist der Ton laut. So. Lita. Ach, weißt du was? Wir haben die Reflection. Wir können einen Autokampf anmachen. Hui. Kapiu. Soll ich bei Seri vielleicht doch noch einmal auf Mana gehen? Falls ich noch ein Level-Up krieg? Oder doch nochmal Int? Warum klatscht du nur einen weg, Seri? Och, Kinder, ihr greift voll unproduktiv an. Ach. Reddish mit Elemental Burst. Oh, egal. Egal, ich sag nichts dazu. Wenn man NPCs ja allein kämpfen lässt, wobei es sind ja keine NPCs. Wenn man PCs alleine kämpfen lässt, dann... Okay, es geht tatsächlich runter. Und hier geht's wieder hoch. Hurra! Und hier steht kein Gegner. Verdammt. Geht's hier raus? Ja. Ah, okay. Und was gibt's hier? Gibt's nichts. Geht's hier nach links? Aha. Und nach rechts. Hey, alles ist miteinander verbunden. Mind blown. Wir müssen nach unten. Und sind auch anscheinend noch Verfolger auf der... Jawohl, der charged einfach auf uns. So, was hast du? Reflection. Oh, alle haben volles Leben. Voll geil. Okay, Lita, Sunlight Fury, Seri, komm, jetzt machen wir es richtig. Elemental Burst All. Macht nämlich genauso viel Schaden. Dummes Kind. Au. Mach doch keinen Shadow Strike, mach diese coole Magie-Attacke. Lita, Multishot. Sieh nochmal ein Elemental Burst und das sollte jetzt auch reichen. Was? Es ist eine von Baramons lebenden Bomben. Schildet euch. Was? Besiegt. Was ist denn das für ein Kacke-Kampf? Meine liebe Lita, es ist schön, dich wiederzusehen. Du, ich habe mich schon gefragt, wann du wieder aufkreuzt. Verdammt, wer ist es? Das sollte Lord Nash sein, Führer der... Coven und der Vampire, die Siam und Miranda, die für Siam und Miranda gearbeitet haben. Der, den wir gedacht haben, also wir sollten vielleicht auch erschöpft reden, weil wir bluten. Der, den wir gedacht haben, den, dass wir ihn in Arai getötet hätten. Wie viele... warte. Wie viele Male müssen wir deine idiotischen Pläne noch... Ja, durchkreuzen, Nash. Bevor du zugibst, dass du besiegt wurdest. Erstmal Blutsprung. Ihr habt das gut gemacht, das ist wahr. Der Angriff auf Dorins Zuhause, Schloss Atana und Tempel Orlean. Alle sind fehlgeschlagen. Baramons Verrat ist weit hinter euren mageren Befürchtungen. Was er als nächstes vorhat, weiß ich nicht. Aber ich werde es sein, der ihn aufhält. Ich habe euch eins Gnade gezeigt. Und es war... But, and it has resulted in my undoing. Und es resultierte darin, dass ich... Nichts mache? Keine Ahnung. Tötet sie einfach. Es ist dein Ziel, nicht die Leute zu heilen... der blutet einfach nicht. Deine Leute zu heilen... Scheiße, ich war noch nicht fertig mit Lesen. Ich habe schon X gedrückt. Wir haben die Artefakte. Lasst uns euch helfen. Der Sonnenstein ist das... kräftigste Artefakt in Arafel. Ich kann euch ihm nicht anvertrauen. Ist es wirklich, wie wir sterben werden? Nach all dem Ganzen? Nein, noch nicht. Oh, Talani!
wie sie einfach alle killt und healt. Talani? Hi! Zur Hölle! Er rennt einfach weg. Und Talani ist eingesperrt zwischen uns. Okay, trete mal zurück. Ihr engt mich hier ein. Ah, danke für die Hilfe. Ach, gerne. Aber es ist an der Zeit, dass ihr... Es wurde auch Zeit, dass ihr mir dankt. Das hättest du die ganze Zeit machen können. Warum hast du uns nicht früher geholfen? Tja, dann kauft halt keiner meine Waren, ne? Vielleicht war ich auch einfach zu beschäftigt, euren Müll aus jeder dunkelsten Grube in Arafeld zu handeln, was auch immer. Es ist hart, euch Leuten zu folgen. Mein Rücken tut mir voll weh. Moment, Talani, ich erinnere mich an dich. Es hat lange gedauert. Ich habe mich schon gefragt, ob du es jemals rausfinden würdest. Ich und Turban Boy hier sind mal ausgegangen. Oh, was zum... Doreen, mit wem hast du nur nicht geschlafen? Doreen, der Ficker. Nun, wir... Was? Nun, wenn ihr die ganze Zeit hier... Warte, when you've been around as long as Doreen has, you have plenty... Nun, wenn ihr zusammen so lange rumgereist seid, habt ihr eine Menge Zeit zum Flirten. Was soll das bedeuten? Ich erklär's mal anders. Lass uns jetzt Nash bekämpfen. Ja, das ist gerade noch so gut gegangen mit der Ausrede, weil wir müssen Nash jetzt wirklich killen. Ach, danke nochmal, Talani. Wenn wir uns wiedersehen, habe ich eine Menge Fragen an dich. Oh, ich denke, so lange musst du darauf nicht warten. Talani, warum kommst du nicht mit uns? Du hast einfach gerade zwei Vampire auf einen Schlag gekillt. Ach, sorry, Cupcake. Ich kann das nur einmal im Monat machen. Gut, dass ich es aufgespart habe, hä? Egal, also ihr lauft jetzt besser dem nach, okay? Tschüss. Ach, lass uns einfach gehen. Was war denn das für ein scheiß Encounter? Voll dämlich. So, ich will jetzt aber echt zum Boss. Ah, hier muss ich rüberjumpen. Es geht einfach noch weiter mit Elfen befreien. Ich will doch endlich zum Boss. Ding. Was ist hier? Hier unten ist was und gucken wir erstmal dich an. Diese Rune ist vampirisch. Ich glaube, die anderen, die wir gesehen haben, waren elfisch. Nash muss sie gemacht haben. Es tut mir leid, aber ich kann nicht sagen, was sie tut. Aber wenn Magie hier benutzt wurde, müssen wir vorsichtig sein. Okay. Du bist nutzlos, Doreen. Also kannst mit Frauen viel rummachen, aber du kannst mir nicht... Ah, nein, ich wollte nicht Autokampf. Ich wollte eigentlich fliehen. Wer ist als nächstes? Lita. Lita, lauf! Lauf! Befrei ihn! Ding. Und hier drüben hat es bestimmt noch einen und dann... Genau. Öffnet sich die Höhle. Ding. So viele Barrieren, Mann. Willst du speichern? Ja, komm, gib uns nochmal einen Bossfight. Ach, Lord Nash fehlt ja noch. Ah, ja. Es endet hier, Lita. Und es tut mir leid, dass es so sein muss. Es scheint, dass jeder, den ich bekämpfe, es genauso sieht, dass es sein muss. Es muss nicht sein! Wenn du wüsstest, was ich wüsste, würdest du es verstehen. Sag es uns einfach! Gut, kämpfe nochmal gegen Nash. Also bist du hier hingekommen? Diese Höhle war versiegelt bei den Elfen. Elfenmagie ist nicht so unantastbar, wie es scheint, Mädchen. Ich konnte da ganz einfach vorbei. In jeder Runde hast du mich gestoppt. Jeden Plan, den ich gemacht habe. Du warst da, um ihn zu hindern. Also ein Plan. Meine Brüder und Schwestern wussten, was sie taten beim Schmiedeartefakt ist vor so langer Zeit. Meine Kameraden sind alle tot. Es gab so wenig von uns, bevor ihr erschient. Varamon hat seitdem viele getötet, also seit seinem Verrat. Und ihr habt den Rest gekillt. Ich habe eine letzte Chance, um mich zu rächen. Und ich werde dich töten, Lita. Was muss ich so sein, Nash, Mann? Ich will dich nicht bekämpfen, du hast... Ich wollte einfach nur die Sonne sehen.
Oh. Reflection. So, der Bastard hat wahrscheinlich genau dieselben Spells wie damals, bloß viel stärker. Und Eismagie. Super, hat zwar nicht gescheit getroffen, zählt aber trotzdem. Sunlight Fury. Elemental Burst. Boom. Doreen. Super Buff. Adrian macht die Mark. Lita scoutet mal kurz. Aua. So. 3500. Aber kann keine Zauber auf einmal. Aha. Klar, gegen vier Leute wäre es auch ziemlich blöd. So, wir kriegen jetzt unsere Rache, du Arschloch. Dafür, dass du hier voll rumgekackt hast. Blutung. In die Fresse. Lita macht den Heiligen Pfeil. Heiligen Pfeil. Fairy Elemental Burst. Okay. Fehlt nochmal ein Heiliger Pfeil. Lita ist die nächste, genau. Lita, Heiliger Pfeil. Gib ihm den Rest. Hm? Ach, das zählt noch nicht. Oh shit. Dann machen wir nochmal Blutung. Und Element Burst. Ich hab gedacht, er stirbt jetzt. Gut, Doreen, heal all. Hui. Warte, scoute nochmal. Er hat noch ziemlich viel. Wieso hat er denn so viel? Egal, wir klatschen ihn einfach. Komm. Die Mark sollte eigentlich noch aktiv sein. Ja, komm, mach nochmal Power Strike. Und zack. Oh ja, er blutet immer mehr. Das ist ein gutes Zeichen. Lita. Was weiß ich, nochmal ein Holy Arrow. Doreen macht nochmal magische Verstärkung. Und Seri gibt ihm vielleicht den Rest. Nein, immer noch nicht. Dann. Oh! Hä? Aber Reflection? Bitte was? Wieso gilt denn Reflection nicht? Wegen dem Eisbubbel? Ach komm, du willst mich doch verarschen. Der hätte voll auf dich zurückspringen müssen. Gut, nochmal Heal All. Element Burst. Was ist jetzt? Wie viel hält denn der aus? Wir haben ihm doch locker Schaden gemacht. Mark ihn nochmal. Dieter macht nochmal den Holy Arrow. Oder hat er Phasen, in die wir immer weitergehen müssen, wenn wir mit einem Holy Arrow immer weiter... Ich weiß nicht. Das waren längst über 3000, die wir hier an Schaden gemacht haben. Magische Verstärkung. Er blutet ganz schön. Oha! Scoute, ich will's wissen. Wir haben ihm aber so viel Schaden gemacht. Adrian, du nimmst mal ein Life Potion. Ich trau dem Ganzen nicht. Seri Element Burst. Oh ja, jetzt blutet er immer stärker. So, das soll jetzt zurückgehen. Jawohl. Doreen, mach nochmal hier Super Buff. Lita macht, glaub ich, jetzt nochmal einen Holy Arrow. So. Bumm. Elemental Burst. Und nochmal Shield Bash. Power Strike, meine ich. Alter, hält er viel aus. Was stimmt denn mit den scheiß Nash-Fights nicht? Heal All. Magische Verstärkung, einmal. So, Lita kann leider normal angreifen, dann scouten wir nochmal. Aber nochmal dieselben Wir haben ihm gerade die Haare abgeschossen. Ist das kacke. Bam. Was bringt denn diese scheiß Scout-Fähigkeit, wenn eh nichts Gescheites angezeigt wird? Hier, du wirst gebrandmarkt. Lita, Holy Arrow.
Piu. Doreen. Heal all. Eismagie. Au. Warum immer auf Doreen? Du Arschloch. Das war ein verbuggter Fight. Adrian macht nochmal den Power Strike. Er hält so viel aus, Mann. Vita. Jetzt endlich. Alter. 65.000 Erfahrungspunkte. Jawohl, Level Ups. Jetzt kriegen wir richtig viel Level Ups. Nash Azariel wurde besiegt. Ich hoffe, endlich richtig. Ist er endlich tot? Also wirklich tot? Ja, er ist es. Er tut mir schon fast leid. Nichts, das er je getan hat, war wirklich so schlimm. Nur er hat versucht, dich zu entführen und dir den Finger abzuhacken. Er war unter gewissen Umständen unser Feind. Nicht ideologistisch, aber niemand hat ihn gezwungen, uns zu bekämpfen. Wenn du darüber redest, dass man gezwungen wird zu kämpfen. Die Uhr tickt, Mann. Wir müssen endlich die Wiederbelebung der Elfen fertig bringen. Oh ja, okay, bewegen wir uns. So, jetzt aber erstmal Fett-Level-Ups noch. Geht's nochmal auf... Ach, zwei Punkte sogar. Gehen wir zweimal auf Magic. Int. Angriff und Magic. Ja. Zwei Punkte. Das gibt... Dev-Int. Ein Punkt. Nochmal Dev. Ein Punkt. Einmal Magic. So, damit würde ich sagen, das war's auch wieder für den Part. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hans-Peter. Ciao.